So, nach der nun extrem kurzen letzten Map, wir reden dabei von nicht mal einer Minute, doch 6 Minuten. Holy moly. Ja, geht es wieder hoffentlich etwas normaler zur Sache. Wir haben ja zumindest schon mal Picky gesehen, gerade eben. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. They arrange. Doch. Ach so, toter Pinky. Na gut, okay, dann nicht. Was haben die Daten? Doch, 230 Gegner. Digga, was geht hier? Aha. Alter, ernsthaft? Wir werden sterben, obwohl der ist ja nicht so hässlich wie sein komischer Bruder, da hat er diese komische grüne Kacke da verstreut. Der ist wesentlich dämlicher oder wesentlich behinderter. Nein, das wollte ich nicht. Das da wollte ich. Arschloch, Alter. Kriegst du schon wieder zu viel? Ach, Scheiße. Oh. Ah, gerne. Okay, wir sind immer noch in dem Bereich von dem, was uns erlaubt ist, wollte ich gerade sagen. Sind wir jetzt gelangt? Oder? Sind wir auch noch in dem Bereich, wo uns die Map eigentlich vorgesehen hat, hatterweise vorgesehen? Doch, genau, hier haben wir gestartet. Genau doch. Gut, dann können wir jetzt also hier irgendwo raus. Da, raus. Uah! Na komm! Digga, ich könnte mal in Ruhe speichern hier. Oh, geht auch raus. Wow. Oh mein Gott.
Halleluja. So, wo geht's jetzt weiter? Also hier ist eine Tür, da ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay, halt also es geht nur hier weiter. Siehst du, wir haben jetzt endlich mal einen Shotgun. Dixermuster. Was? Okay. Hier geht's ja wohl nicht weiter. Ach, da liegt unten hier. Wissen wir jetzt hier durch? Nee. Da können wir auch gar nicht durch. Gut. Kommt mal alle her. Schön brav. Ich verstehe noch nicht so ganz, wo wir hin müssen. Die ganzen Dinger gehen alle immer so ein bisschen runter. Das Ding geht auch nicht. Auch nicht. Ach, die Scheiße. Kann man davon hinten oder was? Oh ja. Kann mir irgendjemand sagen, wo ich jetzt lang muss? Ja, ich fliege drauf. Ey, der drückt ja alles systematisch vor sich weg.
Dankeschön. Und mich da. Was? Arschloch. So, jetzt haben wir die gelbe Key. Mit der gelben Key kommen wir wohin? Ach du meine Fresse. Ach ja, die Tür hier. Diese Tür, die sind ja gelb. Haha, nu. Boah. Alter, Herzinfarkt. Nein. Das war so viel Action einmal. Oh Mann, wir warten auf noch am dümmsten. Achso, ich bin ja schon auf der Leiter. Digga! Bis wohl können diese scheiß Mancubus da schießen? Ach du Kacke. Ach nö. Oh. Hätte perfekt sein können, wenn es perfekt gewesen wäre. Ich werde natürlich hängen, das war klar.
Alter, was geht denn da bitte ab? Oh mein Gott. War ja aufregend. Oh. Oh, ich hab gar nicht gespeichert, noch weiter. Also bin ich dabei. Mann, nein, warum hat der Leck mich, wo bin ich? So, was Rotes.
Wo habe ich denn was Rotes? Ach, da hinten. Ganz hinten. Hä? Hier brauche ich doch keinen roten Schlüssel, oder? Ne, brauche ich auch nicht. Wo brauche ich denn dann den roten... Für was ist denn der rote Key? Also es dürfte auf jeden Fall ein Secret sein, weil... ihn zu finden selbst war auch ein Secret. Hä? Es gibt noch fucking 5 Secrets, sollte mich ficken. Okay. Dann heißt es noch ein bisschen erkundigen. Also mit 5 fehlenden Secrets gebe ich mich hier nicht zufrieden, ne? Erstens sind es noch Monster, zweitens noch, ja, wie gesagt, 5 Secrets. Gut, die meisten davon dürften hier auf dieses Karton rumgespringen sein. Oder auch nicht. Ich dachte, wir kriegen jetzt mal Secret gut geschrieben. Ach so, nee, hier waren wir bereits. Jetzt wissen wir immer noch nicht so genau, wo wir hin müssen. Jetzt reicht nur noch im Kreis.
Wir haben immer noch nur 2 von 5 Secrets. Von 7. Das sind keine Secrets. Interessant. Halt falsche Tür. Hier muss ich rein. Aber. Es fehlen immer noch 3 Secrets und Gegner. Oh, ich habe keinen Plan. Mal wieder. Nicht, dass es selbst vorkommt. Aber es geht mir gehörig auf den Sack. Ach du Scheiße. Okay, was ist jetzt gerade passiert? Man muss einfach mit dem simpelsten überhaupt rechnen, einfach mal kurz probieren, ob man über die Dinger drüber springen kann. Ich höre Spinnen. Nee. The fucking Revenant. Okay, Problem Nummer 1. Hätten wir schon mal. Achso, wow. Ah, deswegen.
müssen aber nur noch zwei Secrets finden. Ich glaube, ich weiß doch schon, wo das eine ist, und zwar da oben drin. Die Frage wäre, wie öffnen wir das? Also so schon mal nicht. Und ich weiß auch immer noch nicht, was die rote Karte ist. Das ist irgendwie extrem deprimierend. Ich könnte schwören, dass hier hinterher auch noch was ist. Oder auch nicht. Ach Mann, Alter, wo ist denn noch was? Das hilft doch ja nicht. Weil bei den ganzen Kisten hier kann echt alles ein Secret sein, weil überall ist irgendwas drauf und ja, bei normalen Maps wäre das schon rund genug für ein Secret. Okay, wieder ein Secret weniger. Hey, war ich hier nicht vorhin drauf? Das hat er doch bestimmt auch ein Secret. Vielleicht muss ich doch auf den Schalter drücken. Oh komm. Ne, so kann man nicht ran. Wisst ihr was? Hat uns genau gar nichts gebracht. Oh! Hä? Momentchen mal! War die ganze Zeit dahin? Wollen wir sie verarschen? Ah! Oh wow! Ja? Gut durchdacht. Ein Fehltritt, was in Doom for Doom nicht schwer ist. Und man darf alles normal machen. Hä, wie kommt man hier so original rauf? Hier, da soll der rote Dingsmonster sein. Ah! Oh mein Gott. Ich will sterben. So, mal gucken, wo der Teleporter hingeht. Der Teleporter geht genau dahin, wo ich nicht hin möchte. Nein. Ich wüsste lieber viel gerne, was diese rote Tür hier ist. Oh. Sogar noch mal eine schicke Waffe gefunden.
Oh Mann, ey. Boah, Alter, irgendwie funktioniert meine W-Taste ab und zu nicht. Ah, jetzt will sie wieder. Ach, gibt's ja nicht, Alter. Scheiß W-Taste. Wie soll man da ordentlich manipulieren? Kriegst du ja nicht. So, mal gucken. Okay. So, jetzt haben wir auch bei Ammo ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir jetzt. Genau, das beides. Enemies, Veli, Dwarf, Ammo, Shades und Death. Das ist nämlich das Wichtige. Und dieses nächste mit dem Chainsaw Secondary, das interessiert uns erstmal nicht, weil wir die Secondary-Funktion der Chain Gun erstmal gar nicht nutzten. Boy. Ja, aber wie gesagt, das ist dann alles dann fürs nächste Mal. Das war's erstmal. Ja. Das, was mit mein Test wollte ich gerade sagen, aber ist ja gar nicht mein Test. Das ist Back to Saturn X. Immer dieses Secret suchen danach, ey. Das ist ja schlimm für Let's Play. Egal. Okay. Ja, dann sehen wir uns dann zu mein Test wieder. In dem Sinne, schau mal, fahr auf.